Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe jetzt hier mal die Kapuze aufgesetzt, weil es doch sehr windet, wie ihr seht. Und ich hoffe, dass ihr mich so besser hört, weil ich da meine Kopfhörer drunter habe. Heute möchte ich kurz darüber sprechen, warum wollen wir, was wir wollen? Warum willst du, was du willst? Es ist so wichtig, das herauszufinden und sich diese Frage zu stellen, weil wir wollen Ferien machen, wir wollen in Urlaub gehen, wir wollen ein schönes Auto, wir wollen eine schöne Wohnung, wir wollen einen Sport ausüben, wir wollen eine tolle Beziehung haben. Und dann stellt sich die Frage, warum willst du das? Und das ist die riesengroße Antwort, wenn du dir diese Frage beantworten kannst, die dich in die Freiheit führt. Und zwar, warum willst du all das haben? Weil du ein bestimmtes Gefühl damit verbindest. Du erhoffst dir, dich im Urlaub frei zu fühlen. Wenn du am Strand spazieren gehst, erhoffst du dir, dass du glücklich fühlst, mit der Natur verbunden fühlst. Wenn du mit deiner Beziehung happy, verstanden dich fühlst, unterstützt dich fühlst, sicher dich fühlst, aufgehoben dich fühlst, all das wünschst du dir, weil du dir die Dinge wünschst, die du dir wünschst. Also schau einen Schritt zurück. Warum will ich das? Und dann mach das Nächste und nimm dir diese Gefühle her und sag, okay, diese Gefühle kann ich einfach so haben. Diese Gefühle kann ich bedingungslos haben. Ich muss nicht, um in Urlaub zu fahren, um mich frei zu fühlen. Ich muss nicht eine tolle Beziehung zu haben, um mich unterstützt zu fühlen. Ich muss nicht viel Geld haben, um mich frei zu fühlen. Und das ist so essentiell, dass du so vorgehst, dass du alle Bedingungen aus deinem Leben rausstreichst, die du dir vorstellst, was alles erfüllt sein muss, damit du dich endlich so fühlen darfst, wie du dich fühlen möchtest. Wenn du das tust, bist du frei. Und wenn du diese Gefühle in dir kultivierst, in dir aufleben lässt, einfach nur so, ohne jeglichen Grund, dann zeigt das Leben, zeigt die Realität dir im Außen endlos viele Situationen, Möglichkeiten, Begegnungen, die dir bestätigen, dass du frei bist, dass du glücklich bist, dass du unterstützt wirst, dass du kreativ bist, alles, was du dir wünschst. Und der Trick ist eben, weil du da meistens gar nicht so gut drauf kommst, dass du dich hinterfragst jedes Mal und sagst, oh, wieso habe ich nicht diese glückliche Beziehung? Und dann sagst du, ja, was hätte ich denn, was würde ich denn fühlen, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich diese glückliche Beziehung hätte? Und dann kommst du auf die Emotionen, die dir fehlen, die du dir so sehr wünschst. Und dann sagst du, gut, diese Emotionen sind da, diese Emotionen sind bedingungslos für mich verfügbar. Ich kreiere sie in mir, ich kultiviere sie in mir, ich verstärke sie in mir, ich fühle sie in mir. Ich mache einen Download dieser Emotionen, ich fülle mich auf mit diesen Emotionen. Und wenn ich jemand bin, der mit diesen Emotionen aufgefüllt ist, dann zeigt mir das Leben diese Emotionen. Und es geht nur so rum, Leute. Andersrum geht es nicht. Es ist nur ganz kurz, da fährst du ans Meer und denkst, oh, wie schön. Aber du spürst trotzdem diese Leere in dir und denkst, oh, das fehlt ja noch und das fehlt ja noch. All diese Bedingungen versauen dir das Leben. Lass es nicht zu, mach dich frei und freue dich, weil du dich freust. Sei glücklich, weil du glücklich bist. Fühl dich unterstützt, weil du jemand bist, der unterstützt wird vom Universum. Wir sind alle unterstützt. Fühl dich geliebt, weil du geliebt bist. Wir sind alle geliebt. Fühl dich einfach so, wie du dich fühlen möchtest. Und warum? Weil du es entscheidest. Es gibt keine andere Berechtigung, die wir jemals für irgendetwas einfordern wollen müssen, was wir wollen. Einfach nur die Tatsache, dass wir uns dafür entscheiden, ist Berechtigung genug. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, eure Patricia. Tschüss.